Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal in der Dunkelwasserbaustelle stehen geblieben, nachdem wir in der letzten Folge einen kleinen Ausflug rüber zur Wilson Atomatoys Fabrik gemacht hatten. Und in dieser Folge werden wir mal einen kleinen Streifzug hier durch südliche Commonwealth machen. Aber zuvor sollten wir uns mal mit Kate unterhalten. Hey, Sie hat ja ein bisschen noch was in den Taschen, das wir ihr abnehmen sollten. Jetzt teilen wir das unter uns auf, ja? So in etwa. Du gibst uns das Zeug erstmal wieder. Du hast auch schon wieder eine Impro-Pistole eingesammelt und ein Impro-Gewehr, Kate. Naja, jo. Das Zeug müssen wir auch erstmal hier zurücklassen. Dann nehmen wir ihr auch mal die Sündrüstung ab, die wir beim letzten Mal gefunden haben. Und wir nehmen ihr die Power-Rüstungsteile der stählernen Bruderschaft ab. Die sollten wir uns erstmal anschauen. Schauen wir mal durch, ob sie noch was hat. Ja, sie hat noch ein bisschen Schrott in den Taschen. Die nehmen wir ihr mal ab. Hier haben wir noch ein paar GDA Buttercup-Teile. Und sie hat auch noch netterweise 38er Patronen für uns eingesammelt. Und dann können wir uns mal um das Zeug kümmern, was wir jetzt in den Taschen haben. Fangen wir mal damit an, dass wir zuerst die GDA Buttercups, die vollständigen, hier erstmal aus dem Inventar entfernen. Die sind einfach zu schade, um sie zu verwerten. Also werden wir die nicht in die Werkstatt packen, sondern hier einfach aufstellen und ein bisschen dekorieren mit dem. Lange Rede, kurzer Sinn, die werden wir erstmal ablegen. Und dann gehen wir mal an die Werkstatt, packen erst einmal den Schrott hier rein und wir gucken nochmal ganz kurz ins Inventar bei unseren Hilfsmitteln bzw. bei den Ressourcen zum Kochen und Braten. Da haben wir hier ein Blutblatt, Blutkäferfleisch. Dann schauen wir mal weiter. Wir sollten noch ein bisschen mehr Fleisch hier im Inventar haben. Aber hier haben wir erstmal einen Flaschenkürbis. Gucken wir mal durch. Wir haben auf jeden Fall Meierlörpfleisch hier. Das sind 32 Stück, mit anderen Worten 16 Pfund. Die sollten wir hier mal zurücklassen. Schauen wir mal weiter, ob wir noch irgendwas haben, das wir hier zurücklassen sollten. Ich sehe erstmal nichts. Doch, wir haben hier Yaogai-Fleisch. Das kommt hier auch rein. Und das gehen wir nochmal ganz kurz hier an den Kühler. Und packen da auch noch ein bisschen was rein. Also, weg mit dem Blutpaket. Dann haben wir noch zwei Daytripper, die können wir hier auch reinpacken. Dann hatten wir hier gerade Nuka-Cola, die sollten wir hier auch zurücklassen. Die müssen wir nicht mit uns rumschleppen, wenn wir uns hier umschauen. Im Sumpf, beziehungsweise hier im Marschland. Gucken wir mal, was wir noch finden. Wir haben hier noch einen Stealth-Boy, der wiegt auch einen Pfund. Der kann auch hier bleiben. Und dann, glaube ich, haben wir den erstmal. Aber jetzt müssen wir noch hier an den Überseekoffer. Und dann werden wir hier auch noch ein bisschen was zurücklassen. Also die Impro-Pistole, die Kate eingesammelt hat, die Plasma-Granate und das Impro-Gewehr. Schauen wir mal weiter. Dann haben wir hier die des Jägers Sündrüstung. Die müssten wir erstmal modifizieren. Und die Rüstungsteile der stählernen Bruderschaft, beziehungsweise die Power-Rüstungsteile, die behalten wir mal im Inventar. Und dann sind wir hiermit erstmal fertig, würde ich sagen. Mods haben wir, glaube ich, keine gefunden. Ne, haben wir nicht. Gut, sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir bauen können. Obwohl, wir legen uns erstmal ein Stündchen aufs Ohr, damit wir wieder den kleinen EP-Buff kriegen. Also schlafen wir ein Ründchen zusammen mit Kate eine Stunde. Ich glaube, ich habe mir ein Muskel gezerrt oder so. Ja, vielleicht hätte man ein Bett bauen sollen und nicht nur hier so eine Matratze. Da kann man sich ja auch bloß wehtun. So, wir suchen uns mal als Erste die GDA Buttercups. Die wollen wir ja nicht so lieblos hier auf dem Boden rumliegen lassen. Suchen wir uns mal eine nette Stelle, wie zum Beispiel hier oben. Ich glaube, das sieht ganz nett aus, wenn wir die hier einfach mal aufstellen. Dann mal noch eins hier drüben hin. Oben auf den Überseekoffer. Na, da passen doch ein Gitzbier hin, würde ich sagen. Gucken wir mal, wo passt da? Will nicht. Na gut, denn halt nur eins hier oben ruf. Vielleicht können wir noch eins auf die Werkstatt stellen. Gucken wir mal. Ja, da oben passt es doch auch hier drauf. Nicht wirklich, da mag es nicht stehen. Nun gut. Oh, das sieht auch sehr interessant aus. Gut, dann suchen wir uns mal eine andere Stelle für das GDA Buttercup. Gehen wir doch einfach mal hier rüber. Hier ist doch eine Kommode. Gut, wir müssen das erstmal fallen lassen. Okay, gut, hier mal nochmal auf und versuchen es mal da oben raufzustellen. Mal gucken, ob das irgendwie klappt. Nee, ich glaube, das ziert sich ein bisschen. Das sieht merkwürdig aus, was das hier macht. Das kriegen wir irgendwie nicht aufgerichtet. Ich glaube, das müssen wir nochmal aufheben. Also manuell aufheben, nicht in der Werkstatt aufheben. Dann können wir das vielleicht darauf stellen, so wie das jetzt hier. Das hat jetzt irgendwie einen komischen Drall gekriegt, dadurch, dass wir das versucht haben, auf die Werkstatt zu stellen. Dann stellen wir doch dieses GDA Buttercup hier oben rauf. So sieht das gut aus. Sehr schön.
Und dann haben wir noch eins und etwa uns kümmern müssen. Die armen Tierchen haben so lange da rumgelegen. Und jetzt kriegen sie ein Zuhause. Wir können es ja nochmal probieren, ob das funktioniert. Das steht besser. Das sieht gut aus. Sehr schön. Gut. So, das war das. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Powerrüstung und schauen mal, ob wir eine Powerrüstungsstation herstellen können. Ansonsten können wir uns ja nicht um die Powerrüstung kümmern. Ja, wir können eine Powerrüstungsstation bauen. Ich würde sagen, hier vorne sieht es doch schon ganz gut aus. Stellen wir doch einfach hier die Powerrüstungsstation hin. So sieht es ganz gut aus, auch wenn sie hier ein bisschen in der Erde verschwindet. Schauen wir mal, ob wir noch eine Kochstelle bauen können. Ja, wir können eine Kochstation bauen. Wir können eine einfache Kochstation hier bauen. Die finde ich eigentlich ganz sympathisch. Die sieht eigentlich besser aus. Ich würde sagen, ja, jetzt steht hier schon die Powerrüstungsstation. Oh, Moment, hier liegt irgendwas. Hier liegt eine Schaufel in der Gegend rum. Die verwerten wir mal ganz kurz. Da haben wir wieder ein bisschen Stahl und Holz rausgekriegt. So, ich würde sagen, die stellen wir da drinnen hin. Das ist vielleicht ganz passend. Ja, mal gucken, ob wir das da hinkriegen. Nee, da steht jetzt das Gediapata-Cup. Also sie liegt da falsch rum. Wir probieren das nochmal. Wir legen das mal hier drüben hin. Und das müssen wir uns nochmal kümmern. Das ist ja lustig mit dem Ding. So, stellen wir mal die Kochstation hier hin. Dann haben wir beim Schlafen auch ein bisschen Licht und ein bisschen Wärme. Gehen wir mal ganz kurz aus der Werkstatt raus und nehmen mal diese Gediapata Cup nochmal auf. Lass diesen Müll liegen, das ist Platzverschwendung. Ach Kate, du hast keine Ahnung. So, dann lassen wir es nochmal fallen. Und dann steht es auf den Füßen. Großartig, da will ich es aber nie haben. Also nehmen wir uns das nochmal und stellen es woanders hin. Vielleicht können wir das ja hier irgendwie nett in die Ecke stellen. Oder hier neben das Sofa, da passt es auch gut hin. Das ist doch eine viel bessere Stelle. So, jetzt steht's. Okay, das war kein dauerhaftes Problem. Sehr, sehr schön. So, jetzt kicken wir uns hier mal weiter um. Jetzt haben wir uns da vorne die Powerrüstungsstation gebaut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es hier zu dunkel. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen was an Licht hier zaubern können. Schauen wir aber als erstes mal, ob wir einen Generator bauen können. Ja, wir können einen kleinen Generator bauen. Dann können wir noch drei Lampen bauen, wenn wir dafür die Ressourcen noch haben. So, jetzt würde ich sagen, wir stellen den Generator mal hier drüben einfach hin. Der macht ja ein bisschen Krach und ein bisschen Dreck. Und naja, wir sind wenigstens weitmöglichst von der Schlafgelegenheit weg. So, dann schauen wir mal, ob wir für ein bisschen Licht sorgen können. Dann würde ich sagen, wenn wir das können, bauen wir Straßenlampen. Dann können wir am besten das hier ausleuchten. Ja, das hier. Wir können 11 Straßenlampen bauen. Und dann machen wir das doch auch. Dann finden wir hier die Siedlung auch im Sumpf bzw. hier im Marschland wieder. So, das sieht schon mal ganz gut aus mit der da. Ich würde sagen, wir stellen noch eine hier drüben hin. Und dann noch eine hier drüben bei unserer Hüttenruine. Da würde ich sagen, da ist schon das Feuer der Kochstelle. Dann kommt die Lampe oder bzw. die Straßenlampe hier hin. Und dann gucken wir mal, dass wir die noch miteinander verbinden und dann an den Generator anschließen. Dann haben wir hier auch ein bisschen Licht, da müssen wir hier in dem Dunkeln rumtapsen, das muss ja nicht sein. Wir haben ja schließlich dafür auch gesammelt, also können wir uns auch was Nettes bauen. So, wir haben Licht. Oh, das sieht gut aus. Das sieht großartig aus. Auch das mit dem Gediapata Cup da im Hintergrund. Sehr, sehr schön. Verlassen wir mal die Werkstatt wieder. Und dann kümmern wir uns mal um die Powerrüstung. Kate hatte die, glaube ich, da drin abgestellt. Ja, da steht sie. So, da ist jetzt noch der X01-Torso drin. Den nehmen wir mal raus. Und dann steigen wir mal ein. Beziehungsweise stecken wir erstmal einen Fusionskern da rein. Und dann steigen wir ein. Und dann schauen wir mal, ob wir die Powerrüstung der Städtebruderschaft komplett repariert bekommen. Drei Teile funktionierten ja noch, soweit ich mich da erinnern kann. So, bringen wir die Powerrüstung mal hier rüber zur Powerrüstungsstation und steigen mal aus. Und dann kümmern wir uns mal um das gute Stück, beziehungsweise jetzt hier den leeren Rahmen. Aber ich glaube, den Fusionskern nehmen wir erstmal raus. So, und jetzt kümmern wir uns um die Powerrüstung. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Da haben wir den Helm. Der hat noch ein bisschen Haltbarkeit, den rüsten wir einfach aus. Dann haben wir hier den linken Arm, der muss repariert werden. Da brauchen wir ein bisschen Stahl, Plastik und Aluminium. Haben wir. Dann rüsten wir das Teil auch aus. Dann haben wir hier das linke Bein. Das muss auch repariert werden erstmal. Braucht auch wieder Stahl, Plastik und Aluminium. Rüsten wir das auch aus. Dann haben wir hier den rechten Arm.
der rechte Arm hat noch ein bisschen Haltbarkeit, dann rüst man einfach aus, machen mit dem rechten Bein weiter. Das rechte Bein muss auch repariert werden. Dann kann man auch ausrüsten. Und dann haben wir hier noch den Torso. Sehr schön, der hat noch Haltbarkeit, fast 50%, nee, ein bisschen mehr als 50% sogar, können wir direkt ausrüsten. Sehr schön. So, ich glaube, mehr müssen wir jetzt hier an ihm machen. Und viel mehr Ressourcen haben wir, glaube ich, auch nicht. Also von daher sollten wir uns einfach nur darüber freuen, dass wir jetzt eine vollständige T-60B der stählernen Bruderschaft haben. Großartig. Dann verlassen wir mal die Station und gucken uns das gute Stück mal an. Ja, das sah hier eben schon ganz gut aus. Mal gucken, ob der Pipper da ein bisschen Licht drauf werfen möchte. So sieht es doch großartig aus. Ganz hervorragend. So sieht es toll aus. Kate kickt sich die auch an. Und wir werden mal noch den Torso der X-01 hier reinwerfen. Den sollten wir nicht unbedingt mit uns rumschleppen. Dafür ist er einfach zu schwer. Der wiegt immerhin 21 Pfund. So, und dann sind wir hier eigentlich auch fertig. Hat ja auch lange gedauert. Das sieht ja auch hübsch aus. Wie das GDA-Buttercup hier hochgedrückt wird. Sehr schön. Gut, so, jetzt nehmen wir mal eine Waffe raus und gucken uns mal ein bisschen in der Gegend um. Da drüben leuchtet es, da hinten leuchtet es sowieso. Da drüben ist eine Hütte zu erkennen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Richtung und schauen uns das da vorne an. Also, schlagen wir uns hier mal durch den Sumpf bzw. durch das Marschland. Und ich bin gespannt, was wir unterwegs so entdecken werden. Da vorne leuchtet es ein bisschen grün und wir haben irgendwas entdeckt. Was ist denn das hier? Eine Bunkeransammlung. Sieht ganz danach aus. Da drüben ist eine Tür. Und dann kicken wir uns doch mal die Türe an. Kann ja nicht groß sein da drin. Ist ja nett. You look nice today. Du siehst heute gut aus. Und da bewegt sich irgendwas. Da ist ein Wachbord. Der hat uns aber offensichtlich nie bemerkt. Oh, wir haben einen legendären Belagerungsbrecher-Wachbord. Okay, das könnte Spaß machen. Hier schmeißen wir eine Granate rüber. Und da drüben ist noch irgendwas. Da drüben haben wir haufenweise rote Ziele. Wir schmeißen einfach nur noch Granaten in die Richtung. Wir haben irgendwas erledigt. Das war nur was wir da haben. Ist aber okay. Rust-Devils haben wir da. Na, dann erleben wir jetzt erstmal den Belagerungsbrecher-Bot hier, Wachbot. Das könnte nett gut gehen. Und der soll nicht auf uns schießen. Das könnte wehtun. Kate ist an ihm dran. Gut, das macht nicht. Wir haben jetzt eine Granate in der Hand. Kate können wir ja nicht mehr verletzen. So, ich glaube, der ist gleich erledigt. Kate soll ihm mal den Rest geben. Was haben wir da drüben? Moment mal. Da haben wir einen Rust-Devil, aber im Hintergrund war noch was ganz anderes zu sehen. Da haben wir einen Siegebreaker Sentrybot. Also auch ein Belagerungsbrecher-Wachbot. Na, das ist ja großartig. So, versuchen wir die mal auszuschalten. Hier alle. Dann auf jeden Fall noch ein bisschen was an Schaden angerichtet gegen Granaten. So, den haben wir schon mal getroffen. Wo ist eigentlich der Rust-Devil? Lass ihn mal hier eben erstmal hier den stärkeren Wachbot. Na, okay. Kate kann ja was machen. Und das ist der Ding in die Luft geflogen. So, wir schauen uns mal ganz kurz mit dem Watz um. Ich muss die Dosis verringern. Wow, wow. Hörst du das? Da drüben ist noch einer. Und jetzt hat mich das gerade sehr verwirrt. Kate hat gerade gesagt, sie muss die Dosis verringern. Ich weiß nicht, welche Dosis sie meint. Scheiße, ich komme gerade erst in Fahrt. Also Kate sollte ja eigentlich geheilt sein. Kate? Ich glaube, mit dir müssen wir nochmal nach Volt 95 zurück. Das hat irgendwie nicht richtig funktioniert. So, wir haben hier zwei Rasterwelt liegen. Der hat 45er Patronen für uns. Munition, Kronkorken. Was du auch findest, wir teilen. Ist klar, Kate, wie immer. Wir haben hier 5,56er Patronen noch, ein Stimpack, ein kurzes Sturmgewehr und der Rest darf da bleiben, also alle darf da bleiben. Hier haben wir offensichtlich die Bäume ein bisschen beschädigt, hier liegen ziemlich viele Holzsplitter rum. Wir haben einen weiteren Rastdevil, der 5,56er Patronen für uns hat und eine Splittergranate, das ist natürlich sehr nett, wir haben ja auch gerade ein paar verbraucht. Dann haben wir hier den legendären Belagerungsbrecher Wachbot, der hat 5,56er Patronen für uns. Dann hat er Aluminium, zwei Fusionskerne, 13 Raketen, eine Schaltplatte nach Militärstandard, eine Sicherung und einen des Junkies Baseballschläger. Den können wir allerdings bloß verkaufen. So, gucken wir uns mal den anderen noch an. Also hier den einfachen Siegebreaker Sentrybot, also den Belagerungsbrecher Wachbot. Der hat auch zwei Fusionskerne für uns, sechs Raketen, 5,56er Patronen, zwei Schaltplatten nach Militärstandard und etwas Aluminium. So, ich glaube, das waren alle. Oh, da drüben haben wir was Nettes. Da liegt ein abgestürzter Vertibird. Und ich sehe was. Da. Da steht schon wieder eine Powerrüstung rum.
zuerst nie war. Was ist denn das für eine? Gehen wir mal kicken. Das sieht sehr interessant aus. Das ist auch eine X01. Die hat statt einem zweiten Arm ein Bein. Gut, ein Bein fehlt uns. Kate? Hey! Kate hat hier im Übrigen so schön rumgesummt gerade, aber jetzt lassen wir sie erstmal hier in die Power-Rüstung steigen. Mach ich. Ich glaube, dann fühlt sie sich wohl, wenn sie wieder eine anhat. Passt doch irgendwie zu ihr. So, warten wir mal ganz kurz ab. Oh, das war sehr interessant. Der Arm und das Bein haben gerade gewechselt, nachdem Kate eingestiegen ist. Gut, dann haben wir wohl eine Power-Rüstung mit einem linken Arm und einem rechten Bein gefunden. Und einem Torso und einem Helm. Und wir kicken uns mal hier den abgestürzten Vertibird an. Vielleicht können wir ja irgendwo noch eine Munitionskiste finden. Meistens ist ja sowas in der Nähe irgendwo eigentlich zu finden. Aber hier scheinbar nicht. Jetzt habe ich aber gerade was gesehen. Da drüben ist noch eine Hütte. Gehen wir doch da noch vorbei. Wir wollten uns ja hier schließlich ganz in Ruhe umkicken. Dann machen wir das hoch. Uns hetzt ja keiner. Schauen wir doch mal hier rein. Oh, das sieht ja interessant aus. Was ist das für eine Insignie? Vielleicht von den Minutemen. Könnte sein. Naja, kicken wir mal rein. Hier scheint es aber nicht zu jedem, so wie das aussieht. Nur mal ein merkwürdiger Bau. Keine Fenster, aber da hinten liegt einer. Da haben wir einen Siedler. Der hat 41 Kronkorken für uns, 38er Patronen, ein Klingenkorn und einen Plastiklöffel. Den Rest darf er allerdings behalten. Oh, jetzt haben wir noch irgendwas eingesteckt, was ich nicht haben wollte. So, ja. Da hat irgendwie die Maus etwas sehr sensibel reagiert. So, kicken wir uns mal weiter um. Da hinten leuchtet das interessant. Gut, da müssen wir auch irgendwann hin. So viel kann ich verraten, aber da haben wir ja auch schon vorher gestanden. Was liegt hier? Ein paar Farbplexe am Boden. Auch sehr interessant. Gut, wir schauen mal weiter, ob wir noch irgendwas hier in der Nähe finden können. Markierte Orte, beziehungsweise Orte, die wir entdecken können, eigentlich eher nicht. Da hatten wir den Vertibird. Dann sollten wir uns ein bisschen nach links begeben. Bzw. nach Westen. Links, so subjektiv. Da vorne haben wir doch was. Da ist ein Spielplatz für Kinder, ein Alien-Raumschiff und wir haben ein paar Hütten im Hintergrund. Da sind mindestens zwei Dächer zu erkennen von zwei unterschiedlichen Häusern. Kicken wir erstmal hier uns die Spielanlage an. Da ist nichts. Wir haben einen Fass, das strahlt mal zur Abwechslung nicht. Das ist ja mal eine schöne Abwechslung. Wir haben einen Klettergerüst und wir haben irgendeine Hütte vor uns. Na, dann kicken wir uns doch da drin mal rum. Vielleicht können wir ja irgendwas Nettes finden. Und hier steht noch ein Truck rum. Und da ist noch ein Wohnwagen. Gut, aber erstmal Haus, bevor wir uns den Wohnwagen anschauen. Eins nach dem anderen. Hier ist scheinbar nichts. Doch, hier ist ein bisschen was. Hier haben wir einen Spielzeugtruck, ein paar Holzblöcke. Dann haben wir hier noch ein Spielzeugauto, ein Teddybären, eine Kaffeetasse, eine blaue Tischlampe, ein schmutziger Aschenbecher war hier noch. Und dann haben wir den Raum wohl. Okay, hier steht nur noch ein Baum drin. Gut, nach 200 Jahren darf hier auch ein Baum stehen. Beziehungsweise wachsen. Wir haben ein Esszimmer gefunden und einen Kühler. Da ist ein Redaway drin und ein Lego-Anbissen eingesteckt. Da haben wir eine Kaffeetasse. Hier haben wir einen Teller am Boden. Einen Teller am Boden, den wir nicht mitnehmen können, so wie es aussieht. Nee, der ist wohl am Boden festgeklebt. Gut. Naja, wahrscheinlich die Essensreste haben den da festgeklebt. Dann haben wir hier drei Trinkgläser und einen weißen Teller. Ein verbranntes Buch, das bleibt da. Die Kaffeetasse nehmen wir mit, die Kaffeekanne, die Stange und die Schachtelzigaretten, den Aschenbecher, die einzelne Zigarette und die Kaffeetasse. So, ich glaube, wir haben es. Und wir haben wohl die Bewohner auch noch gefunden. Beziehungsweise, naja, die waren schon die ganze Zeit hier. So, dann kicken wir uns mal draußen den Wohnwagen an, würde ich sagen. Oder wir kicken uns hier erstmal den unaufgeräumten Vorjarten an. Hier ist kein Fleisch auf dem Grill, schade eigentlich. Hier scheint auch nichts im Garten zu liegen. Doch, da liegt was. Da haben wir einen Kickball, auf dem Kate gerade steht. Einen ungefüllten Kickball. Da ist ein bisschen Gummi drin. Und Gummi kann nicht schaden. Findet man eigentlich auch recht selten. So, dann kicken wir uns jetzt hier mal den Wohnwagen an. Aha, Moment. Hier ist keine Türe. Nee, der hat keine Tür. Das ist ja auch sehr interessant. Außerdem ist das eine andere Textur als sonst. Dann vielleicht das irgendwie von oben. Aber da will ich jetzt nicht hin. Wir haben Yao Guys. Da drüben sind zwei. Die haben uns aber nie gesehen. Ein verkrüppelter Yaogai kommt direkt auf uns zu. Wir versuchen ihn mal mit dem Watt zu erledigen. Der hat sich auf jeden Fall schon mal ein paar schöne Kopftreffer gefangen. Und ist erledigt. Und wo ist der andere? Da läuft er. Du willst doch einem Mädchen nicht wehtun, oder?
So, wir nehmen nochmal das Watz. Jetzt hat er uns mal noch einmal gehauen. Versuchen wir, den Uramkopf zu treffen, während er an uns vorbei über den Tisch springt, auf Kay zu, so wie es aussieht. Das hat sicher wehgetan. Das hat bestimmt wehgetan. Bin gerade sprachlos. Schöner Abgang, schön abgelegt, großartig. Auch schöne Rektor-Modell, muss man ja mal sagen. So, wir haben hier Yaogai-Fleisch. Irgendwas Wertvolles müssen sie doch dabei haben. Ja, Yaogai-Fleisch ist nicht schlecht. Und eigentlich auch was wert. Dann haben wir noch Yaogai-Leder. Dann haben wir hier den anderen Yaogai. Der hat auch nochmal Fleisch und Leder für uns. Wir laden mal nach. Da drüben ist auch noch ein Haus. Oh, da oben läuft irgendwas. Das ist doch noch ein Wachbord, würde ich sagen. Da läuft eine Patrouille der Rust Devils, würde ich sagen. Gut, jetzt sind die aber zu weit weg. Da sollten wir die anlocken. Obwohl, dann wird es so ein wilder Kampf, wenn wir jetzt auf die schießen. Wir schauen uns erstmal hier weiter um und erledigen eine weitere Yaogai, würde ich sagen. Der scheint nicht nur verkrüppelt, der scheint auch defekt zu sein. Oder krank. Ich hab Blut auf meinen Stiefeln. Ja, das hat wahrscheinlich gespritzt. Aus dem Haus raus, aus der Hütte hier raus. So, dann kicken wir uns hier mal in der Hütte um. Wir wären schneller, wenn du auf die Straße schauen würdest, statt auf meinen Hintern. Och, Kate. Dein Hintern steckt übrigens schon wieder in der Powerrüstung. Und außerdem weiß ich, wie dein Hintern aussieht. So, wir haben hier Yaogai-Fleisch und Leder. Und wir haben einen Teddybären. Und wir haben ein abgenutztes Klemmbrett, einen schmutzigen Aschenbecher und einen Jet. Und eine Packung Zigaretten, bzw. eine Schachtel Zigaretten. Ein Dinnerteller. Und wir haben noch ein Stimpack gefunden. Gut, ich glaube, mit der Hütte sind wir erstmal fertig. Und wir schauen uns hier in der kleinen Ansiedlung mal um. Schade, dass sie keinen Namen hat. Oh, wir haben irgendwas gefunden. Moment mal. Hier liegt einer tot am Boden. Ein Raider. Der hat 38er Patronen für uns. Und ein Stimpack. Rest darf er behalten. Ich glaube, der ist den ja auch Geist zum Opfer gefallen, wenn man sich das hier so ansieht. Obwohl der eigentlich noch relativ intakt aussieht. Und hier haben wir noch einen Brahmin. Mit Brahminfleisch und Brahminleder. Sehr nett. So, wo sind jetzt die Rust Devils? Die sind scheinbar abgezogen. Nee, die laufen da hinten lang. Ich glaube, die kriegen gleich Ärger, wenn sie da lang laufen. Da drüben, das ist, ja, kann ich ja verraten. Das ist das Hauptquartier der Gunner hier im Commonwealth. Da werden wir uns auch noch umgucken. Aber nee, jetzt kicken wir uns erstmal hier weiter um. Das machen wir in einer anderen Folge. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt hin. Wir haben einen leeren Briefkasten gefunden. Wir haben eine Holzkiste gefunden mit einem Red Axe, einem Wecker und einer dreieckig gefalteten US-Flagge. Hier liegt noch irgendwas im Gras. Ach, das ist bloß eine Whiskyflasche. Obwohl, die können wir mitnehmen, das ist nur Glas. Wenn die voll gewesen wäre, wäre das ja nicht so interessant gewesen. Hier haben wir noch einen Koffer mit einem Jet. Wir haben einen Jungles der Mondaffe, den nehmen wir mal mit, dann hört das hier auch auf zu sprudeln. Wir haben hier noch einen Karton mit zwei Teddybären. Moment mal, das sieht ja süß aus. Da, das muss man sich aus der Nähe angucken. Da ist ein Ruder dran an dem Karton. Hübsch. Also solche Details mag ich ja immer wieder. Also diese Teddybär-Szenen, die hat man in Fallout ja immer wieder. Und die sind wirklich großartig gestaltet immer. Und hier haben wir noch einen leeren Briefkasten, ja. Und wir haben noch irgendwas gefunden. Das sieht aus wie eine Garage. Nee, das ist keine Garage. Da kann kein Auto rein. Wir sehen, was das hier ist. Ist auch real. Wir kicken uns hier um. Wir haben einen Aktenschrank mit Vorkriegsgeld und einer Bierflasche. Wir haben einmal Terpentin. Wir haben einen Metalleimer. Einen verstellbaren Schraubenschlüssel. Einen Schlosserhammer haben wir hier noch. Einen Kombischraubenschlüssel. Einen Whisky. Den nehmen wir nicht mit. Wir nehmen uns aber das Red Axe, das Klebeband und das Sturmfeuerzeug hier mit. Dann haben wir hier drüben noch einen Bürotischventilator und ein abgenutztes Klemmbrett. Einen leeren Schrank. Einen Jet. Und dann sind wir hier wohl mit der Nicht-Garage fertig. Nee, hier haben wir noch einen Koffer. Mit Räderrüstungsteilen. Dürfen da bleiben. Brauchen wir nicht. Hier ist nichts. Und dann sind wir wohl tatsächlich damit erstmal fertig. Schauen wir uns mal um, ob wir jetzt alles hatten. Da waren wir, glaube ich, drin. Ja, das ist das Haus mit dem Wohnwagen daneben. Da war der Yaogai. Da waren wir gerade drin. Hier ist noch ein Grill, da ist kein Fleisch drauf. Da ist Kate. Ich dachte gerade, da kommt irgendwer an, der nicht zu uns gehört. Aber da drüben waren wir noch nicht. Renny war darüber. Die haben auch eine vernünftige Garage, wo man rinfahren kann. Und da steht ein Werkzeugkoffer und eine Werkzeugkiste. Und hier verstrahlt man sich. Das ist aber nicht so schön. Ich glaube, wir nehmen mal ganz kurz ein Red Axe. Nicht, dass die Verstrahlung zu schlimm wird.
Wir wollen uns ja hier schließlich ganz in Ruhe umschauen und uns nicht hetzen. Und wir sammeln den Red Eggs immer ein, also können wir auch benutzen. So, dann nehmen wir hier den benutzten Ölkanister mit. Wir nehmen uns den Superkleber, die Schere und den verstellbaren Schraubenschlüssel mit. Den verstellbaren Schraubenschlüssel, der hier lag. Wir werden nicht das Wasser trinken. Wir werden uns hier den Metalleimer mitnehmen, der Terpentin, die Haarklammer, der Klebeband, der Sturmfeuerzeug. Der Whisky bleibt da. Da unten liegt noch was, ein weiterer verstellbarer Schraubenschlüssel. Da ist auch noch ein Schlosserhammer unter Wasser. Und dann haben wir noch eine Holzkiste und da ist ein Gwinnett Brew drin. Und ein Gwinnett Ale. Das lassen wir da. Kate steht im Weg. Oh, hier liegen zwei. Auf einer Holzplanke. Ist keine Tür, sonst hätte ich gesagt, erinnert es an Titanic. Das Einzige, was besser ist, als sich volllaufen zu lassen, ist ein gepflegter Kampf. Stimmt's? Das ist richtig, Kate. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Kampf. Hier haben wir noch einen Ofenhandschuh und eine Nuka-Cola-Flasche. Ja, erinnert ein bisschen an Titanic. Aber sind zu zweit. Und das ist keine Tür. Nun gut, vielleicht erinnert es doch nie an Titanic. So, hier haben wir noch eine Treppe nach oben. Schauen wir uns hier mal im Schlafzimmer um. Können wir hier schlafen? Nee, da hat einer ein Brett drauf gelegt. Heißt, wir dürfen ja nicht schlafen. Nun gut, dann nehmen wir uns hier halt die Spielzeugrakete mit. Die Schmalzlockenperücke, die ist eigentlich ganz nett. Ich mag die, aber die haben wir schon. Aber nicht in der Nähe. Lassen wir mal hier. Wir nehmen uns stattdessen mal hier drüben die Kaffeetasse mit und das Spielzeugauto. Warum beschäftigst du dich damit? Willst du etwa ein Museum aufmachen? Ja, vielleicht machen wir mal ein Museum auf, aber ich würde halt auch schon mal gesagt. Wir werden was Nettes bauen da draus, Kate. Wir werden ja zum Beispiel deine Powerrüstung damit reparieren. Wir haben auf jeden Fall hier noch jemanden im Rollstuhl sitzen. Ich glaube aber, dieses Haus ist nicht wirklich behindertengerecht, wenn ich mir das so ankicke. Ist auch real. Die junge Dame hier ist eh tot. So, wir kicken mal in die Kommode, da ist nichts drin. Ich glaube, dann sind wir hier fertig. Und wir können uns mal weiter umgucken. Gehen wir doch mal hier hinten raus. Hier haben wir Wasser. Da haben wir einen Grill. Da ist auch bloß kein Fleisch drauf. Jetzt wird's hell. Das ist ja sehr nett. Und wir sind aus dem Wasser raus in die Gruppe. Wir sind mit dieser namenlosen Ansiedlung fertig. Naja, vielleicht finde ich ja nach der Folge noch raus, wie die hieß. Und finde da irgendwie was zu im Fallout-WG. So, jetzt tun wir erstmal was für unsere Gesundheit. Wir nehmen mal zwei Mutantenhündekeulen. Dann sind wir nämlich die Verstrahlung los und haben wieder ein paar Trefferpunkte mehr. Das sieht gut aus. Kleiner roter Strich noch. So, da vorne haben wir einen Eisenbahnwaggon. Dann würde ich sagen, kicken wir uns dort den noch an, wenn wir jetzt schon hier sind. Da haben wir einen orangen und einen blauen. Kicken wir uns erstmal den blauen an. Ich will hängen, da Oha, was haben wir da? Wir haben einen supermutanten Selbstmörder. Den sollten wir mal versuchen auszuschalten. Wir haben gerade einen kritischen Treffer, also der erste Schuss auf den Kopf. So, der hat Kopfschmerzen. Ich hoffe, das stoppt ihn. Also hält ihn erstmal in Schach und wir müssen ihn jetzt auch erledigen. Okay, Kate hat ihn erledigt. Das war ja hier ein kleiner Schreckmoment. So, wir haben hier eine Mini-Atombombe, eine Blechdose und einen Knochen der linken Hand eingesteckt. So, jetzt gucken wir uns hier mal in seinem Wohnwagen um. Ja, das ist ein Wohnwagen. Hier hat er wohl sein Bett hier gehabt. Das ist ja auch ganz nett hier auf dem Autogestell. Und da hat er ein Teddybär. Oh, jetzt tut er mir fast ein bisschen leid. Ich glaube, der hat hier alleine gewohnt. Hier ist kein weiterer Supermutant. Das ist aber sehr ungewöhnlich. Ich staune, hier sind doch gerade die Rust-Devils vorbeigelaufen. Dass die sich mit dem nicht angelegt haben. Nun ja, vielleicht hat er gerade geschlafen. War ja eigentlich bis eben noch dunkel. Auf jeden Fall haben wir hier noch einen großen Werkzeugkasten mit 7 Haarklammern, einem Klebeband, einem Sturmfeuerzeug und einem Schraubenzieher. Ja, nehmen wir mal den Teddybären mit. Den braucht der Supermutant eh nicht mehr. Wir haben hier noch einen Fleischsack mit einer Todeskrallenklaue. Und dahin steht noch ein Kühler mit einem Red-Ex. Sehr nett. Haben wir wieder gekriegt. Haben wir ja gerade verbraucht. Da ist ein Waggon, da brauchen wir uns nicht umgucken. Wir gucken uns aber hier noch in den Orangenen um. Müssen wir mal rinspringen. Mal gucken, ob wir hier irgendwas Nettes finden können. Da ist auf jeden Fall ein Werkzeugkasten mit einem Klebeband und einem Sturmfeuerzeug. So, das war hier, glaube ich. Gut. So, kicken wir mal in die Richtung. Was haben wir da hinten? Da ist auf jeden Fall eine Hütte zu erkennen. Ah ja. Da drüben ist Somerville Place. Oh, da sind wir aber ziemlich weit nach Westen gekommen. Oh, was haben wir da drüben? Das sollten wir uns noch angucken. Das sieht sehr interessant aus. Das ist irgendein Baumhaus. Na dann, gehen wir doch da noch rüber. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht ein Bett oder so finden. Oder einen Meierlöckjäger. Großartig.
Gut, wir müssen diese Bettfenster eben hier erstmal freikämpfen. Wir schmeißen einfach mal eine Granate in die Richtung. Da unten sind auf jeden Fall 2 oder 3 Symbole zu erkennen. Nie mehr. Wir haben auf jeden Fall irgendwas erwischt. Wir haben auch noch einen wilden Ghoul da drüben. Da haben wir aber keine Trefferchance. Schade eigentlich. Wir nähern uns mal und versuchen mal hier irgendwas auszuschalten. Da sind auf jeden Fall 2 Meierlöffliger. Wir haben nur noch einen, so wie es aussieht. Versuchen wir den mal zu erledigen. Versuchen wir ihn mal am Torso zu treffen. Nee, am Kopf. Da ist die Trefferchance besser. Der hält auf jeden Fall ein bisschen weit aus. Aber das sind wir ja gewöhnt. Nee, der hatte wirklich nicht viel drauf. Der hat sich kaum gewehrt. Ich glaube, der hat sich da auch irgendwie festgehangen, Kell. Gut. Ja, hier war noch ein Ghoul. Da drüben liegt auf jeden Fall ein Ghoul am Boden. Aber ich glaube, der ist tot. Das Watt sagt nämlich nichts. Gut, dann kriegen wir uns erstmal den Ghoul an. Den kann man ja eher übersehen. Der hat eine Haarbürste für uns. Warum hat der eine Haarbürste dabei gehabt? Er hat ja keine Haare. Naja, wahrscheinlich noch aus Vorkriegstagen. So, gucken wir uns mal die Meierlurk-Jäger an. Der hier hat Fleisch von Weichschalen-Meierlurks für uns und normales Meierlurk-Fleisch. Hier muss noch ein weiterer irgendwo liegen. Mal gucken, ob wir den finden können. Ich sehe den gerade nicht. Das ist Oreal. Wahrscheinlich hat der Ebus Fleisch für uns. Ne, ich sehe den nicht. Ach, immer unschön im Gelände. Ich habe nichts dagegen, zu Fuß zu gehen, solange es am Ende etwas Action gibt. Na, wir hatten doch Action. Und ja, so langsam wäre eine Pause hier ans Jod. Wir sind schon ziemlich viel gelaufen. Hier liegt noch ein Meierlockjäger. Beziehungsweise der Meierlockjäger, der zweite. Fleisch ist eingesteckt. Und hier haben wir einen alten Van, beziehungsweise Transporter. Gucken wir uns den mal an, der leuchtet so interessant grün. Wo kommt hier eigentlich das Grüne hier? Von den Pilzen hier, würde ich sagen. Ich weiß zwar nicht, wie die das Licht auf die andere Seite werfen, aber so, ja. Oh, hier steht ein bisschen was Nettes. Wir haben hier gleich 3 Buff-Outs, ein Mikroskop, ein Relax und dann haben wir hier noch ein Reagenzglashalter. Oh, und 2 aufrecht stehende Forschungsreagenzgläser und dritte, das liegt eingesteckt. Dann haben wir da noch eine Matratze, da kommen wir aber nicht ran, da können wir uns nicht schlafen legen. Schade eigentlich. Und wir haben ein Baumhaus, das sollten wir uns erstmal angucken, das sieht ja nett aus. Offensichtlich für Halloween dekoriert. Hübsche Beleuchtung hier, muss man ja mal sagen. Gut, dass es die Beleuchtung gibt, sonst hätten wir das Ding wahrscheinlich ja nie gefunden. Gut, dann würde ich sagen, kicken wir uns mal das Baumhaus an. Also gehen wir mal nach oben. Gucken wir mal, wie wir hier hochkommen, ohne uns den Hals zu brechen, beziehungsweise ohne hier runterzufallen. Was haben wir hier? Eine Zigarrenkiste. Ich meinte aber eigentlich das hier. Wir haben hier einen Bobrovs besten Schwarzgebrannten. Schon wieder. Der muss hier irgendwie im Süden ziemlich weit verbreitet sein. Neulich habe ich noch gesagt, den habe ich noch nie gesehen. Und dann haben wir hier in der Kommode noch einen Kristalldekanter. Lass diesen Müll liegen. Das ist Platzverschwendung. Ach, Kate. Das hatten wir doch schon. Den lassen wir nicht liegen, den Müll. Dann können wir nämlich deine Powerrüstung reparieren. Gut, das habe ich eben schon mal gesagt. Ist auch hier. Auf jeden Fall haben wir hier eine Kaffeetasse. Wir haben eine Schnapsflasche. Wir haben eine Matratze, wo wir uns mit Kate ausruhen können. Das ist großartig. Dann haben wir hier noch einen schmutzigen Aschenbecher und eine Zigarre. Mit ihrer Kommode. Ein Kochherd. Und hier haben wir noch eine Hühnerstiege nach oben. Und hier liegt irgendeiner. Was haben wir hier? Ein Minuteman. Okay. Der hat 50 Kronkorken für uns. Ein Filzhut, ein Flanellhemd und eine Teerbeere. Der hat aber kein Minuteman-Outfit an. Der war wohl inkognito unterwegs. Aber hier drüben, da haben wir Midi zu. Der ist eingesteckt. Die Dinger wollte ich ja sowieso haben. Dann haben wir hier noch 2 weitere Schnapsflaschen. Das muss ein Außenposten der Minuteman sein. Das ist ja sehr nett. So, wo ist jetzt eigentlich Somerville Place? Wir müssen nur in der Nähe sein. Ich sehe es gerade nicht. Wahrscheinlich haben die das Licht ausgemacht. Ist auch hier. Auf jeden Fall liegt hier noch was. Eine Lasermuskete, die darf da bleiben. Dann haben wir hier noch 308er Patronen. Einen weiteren Borborovs besten Schwarzgebrannten. Und da unten haben wir noch einen Einkaufskorb. Und da drin liegen ein paar Fusionszellen. Schade, die müssen wir jetzt hier einzeln einsammeln. Aber auch real. So, das war das hier, glaube ich. Und wir kicken uns nochmal ganz kurz um. Hier scheint nur Spider zu sein. Ich glaube, wir haben es. Ja, dann würde ich sagen, hübscher Ort, um eine Pause zu machen. Dann werden wir das auch tun. Und dann soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich würde sagen, wir haben einen netten Ausflug hier durch südliche Commonwealths hier gemacht. Und wir haben ein bisschen was Nettes hier erlebt. Auf jeden Fall, wie gesagt, soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier dann mit Fallout 4 weitergeht. Bis dahin, macht's fein. Ciao, ciao. Und bis bald.